Jo Leute, was geht's? Willkommen zurück zu Pokémon. Heute die letzte Folge. Ich habe wie versprochen einen Sumpex trainiert. Level 65. Ich habe richtig reingesuchtet. Es ist ein pfiffiges Wesen. Ich habe bestimmt 25 oder 30 Slimers gefangen, damit ich das bekommen habe. Als Item habe ich Überreste. Und Attack, Matschbombe, Delegator, Explosion, Säurepanzer. Also es ist richtig geil zum Sweepen. Und ja, ich habe allgemein ein bisschen gelevelt, ne? Beli nicht, aber ich habe Reitschau auf Level 70 gebracht. Und dann der Rest so auf 50. Gucken wir mal, wie es wird. Ich hoffe, dass ich es schaffe mit dem Team. Ich habe nämlich keine Lust nochmal zu leveln. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß auf YouTube mit den Highlights. Und wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt demnächst, als nächstes kommt der Dark Souls dran, dann gerne den Kanal abonnieren. Und gerne ein Like auf dem Video lassen. So, rein in den Kampf hier. Ich habe Witcher 3, also ich habe es ein paar Mal angefangen, aber ich bin nie so weit gekommen, dass ich überhaupt gekämpft habe, weil es mich vorher schon so abgefuckt hat. Ah, ich muss Animation noch anmachen. Und ich muss noch Wechsel anmachen. Scheiße. Nicht gut aufgepasst. Was? Das ist nicht One-Hit, das ist ja eine Frechheit. Das hat ja nichts mit Schwert zu tun bei Witcher. Das hat ja nichts mit Schwert zu tun. Gar nichts. Ah, so nämlich. Das darf ich mir jetzt für immer anhören, dass ich hier den ersten Kampf verloren habe. Das darf ich mir jetzt für immer anhören. So, jetzt erstmal Animation anmachen und Wechsel anmachen. Ich brauche auf jeden Fall den Wechsel. Lu, der den ersten Kampf im Pokémon verloren hat. Ja, ich denke auch, das sollte auf jeden Fall in meine Biografie. Animation ein, Wechsel sichern. Ab in den nächsten Kampf. Jetzt, wie heißt der nochmal? Bruno? Bruno, komm ran. Komm ran, Bruno. What? Der ist nicht tot nach einem Erdbeben? Das ist mies. Nobu muss stärker werden.
Mag Spiele, die mehr Spaß machen. So ist es auch gut. Bleib mal drin. Ich meine, Nocturne hat Ice Heat, ne? Das wäre. Dass die auch immer treffen, ne? Treffen einfach immer. Scheiße, ich kann nichts einsetzen. Beli könnte ich eigentlich auch Überreste geben, fällt mir gerade auf. Ey, da ich bei dem hier so struggle, ne? Ich habe halt nichts gegen Kampf. Ich kann auch niemand Psychokinese erlernen. Und Flinkklaue, die trifft. Wann kommt mal hier Flinkklaue? Einmal bitte Flinkklaue, hallo? Das liebe ich ja am Pokémon, ne? Wenn du nicht One-Hit machst, dauern die Kämpfe so lang. Er ist immer schneller. Hallo, Flinkklaue. Habe ich die Flinkklaue nicht mehr drauf? Oh Mann, ey. Ja, besser bei dem als bei Machomai. Vielleicht jetzt mal eine Flink. Ey, was ist das denn? Ja, jetzt
jetzt kommt die Flinklohe, ja klar. Oh, der erhöht seinen Angriff. Das ist Unverteidigung. Komm, vereis. Vereis! Oh, besiegt den Donnerblitz. Ich wusste, dass er eine Zitruhe hat, hätte ich... Oh Mann, ey. Bitte, komm. Bitte! Step 95, Level 70, machen fertig. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich glaube, ich habe ein paar Beleber gekauft, also alles gut, alles gut. Ja, okay. Beleber habe ich. Das muss reichen. So, der nächste hat als erstes einen Gengar, ne? Da kann Noro eigentlich vorne bleiben. Die Frage ist nur, ich müsste schneller sein als das Gengar, oder? Ich müsste eigentlich schneller sein als das Gengar. Gibt zur Sicherheit Flinklaue dann auch noch Nobu. Komm, Erdbeben und dann ist Gengar Geschichte. Ja, das Ausschuss heißt Beli. Hallo Beli. Komm, bitte. Bitte. Der hat Schwebe. Gibt auch noch eine neue Herausforderung. Der hat zweimal Doppelteam eingesetzt. Komm, bitte triff. Bitte. Moin, Nemi. Das wäre so witzig, wenn der den killen würde. Der hat doch nur noch 1 KP, oder? Das wäre so witzig. Der trifft! Was? Das hat gar nichts abgezogen. Aber das ist so witzig, wenn er den killen würde. Ach, schade.
Ich glaube, ich mache einfach einen Beleber und mache dann wieder Aeroas. Ich glaube, so wird ein Schuh raus. Kann er mich nicht angreifen? Oh, was ist da los? Er hat nichts, um mich anzugreifen. Das heißt, er hat Doppelteam, Finsterfaust. Noch irgendwas? Dass der schwebert, habe ich ja ganz vergessen, ey. Bei der ersten Möglichkeit einfach hart Donnerbogens gedupt. Das bringt doch nichts. Das, dann hätte ich den Run ja hier gar nicht machen müssen. Dann hätte Manni ja nicht bestimmt keine 50.000 hierfür ausgegeben. Und ich hätte das nicht auf YouTube hochladen können, so richtig. Das wäre doch kacke gewesen. Erlanger, hast du mitbekommen, dass eine Streamerin Elden Ring durchgespielt hat auf Level 1? Mit einer Hand. Völlig krass. Bam! Alpollo, Lohe Kanonade, weg mit dem. Einfach weg mit dem. Oder reicht ein Flammenwurf? Nee, komm. Lohe Kanonade, hau ihn weg. Bam. Und noch ein Gengar. Der hat bestimmt wieder Schwebe, ne? Der hat immer Schwebe, oder? Blind auf einer Tanzmatte. Na, der hat Spukball. Kanonade muss es richten. Jede Spende hilft. Als wäre das so ein Bettler. Was? Nein. Wieso ist Gengar auch so schnell? Bitte kill ihn. Bitte kill ihn. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bam. Danke für den Lurk, KK. Kingdom Hearts. Sehe ich mich nicht. Weiß jemand, was hier der Drachentyp als erstes für ein Pokémon hat? Hat der Gyarados als erstes? Weiß das jemand? Was der nächste für ein Pokémon hat als erstes? Der... Wie heißt der nochmal? Drachentyp?
glaube, der hat einen Gyarados als erstes. Siegfried. Ja, danke. Hat der Gyarados als erstes? Er hat einen Gyarados, ich glaube schon. Gyarados oder Dragoni oder so. Ich meine, der hatte immer Gyarados. Es würde mich wundern, wenn er jetzt was anderes hier hätte. Gyarados. Elektro-Vierfachschwäche weg. Durak? Also wenn das kein One-Hit ist, weiß ich auch nicht. Dragonia. Durak als erstes? Nicht, dass ich wüsste. Noch Volltreffer. Das ist ganz schlecht gerade. Wieso so wenig Schaden? Aeroass. Ey, ich habe mich auch gewundert. Voll komisch, ne? Aeroass auf Diktree. Richtig komisch. Nochmal ein Dragon. Ja, egal. Nochmal ein Erdbeben rein. Einfach Aeroass auf Diktree. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber übel broken. Ach, der mit seinem scheiß Wutanfall, Mann. Oh, er ist auch so stark. Geil, ich habe nur noch... Ich hoffe, Donnerblitz killt den. Oh. Drück ich mal rein. Nicht mal Half-Life! Was das denn? Wieso nicht Half-Life? Step sehr effektiv, Donnerblitz. 11 Level höher. Ach komm. Nur normal. Was kann sein? Ich glaube, Skopel hat gar nicht mehr so viel Punkte, Billy. Als ob der schneller ist! Hallo, Rolf. Oh, Gott sei Dank. So, was hat mein Rival jetzt? Hat er wieder Tauros als erstes? Skoppel, jetzt kommt Skoppel. Der Endgegner der Endgegners. Jetzt kommt der wahre Endgegner, Leute.
Ja, Dragonier, ne? Ja, weil ich gegen. Ich hab. Ja, es hat einfach zu viel Schaden gemacht. So, mal gucken, wie viele Top-Genesungen habe ich denn noch. 9 Stück, komm, die kann ich verbraten. Ich gehe mit Full Team rein. Mit Full Team! Und ich habe immer noch einen Explosions-Slimog. Also, ein Pokémon kriege ich auf jeden Fall immer da noch am Ende weg. Ich überlege, ob ich mich gegen Tauboss mit Panzer. Ich glaube, ich nehme Bege als erstes. Mach den Stachler und Panzerschutz. Ich glaube, das sollte gut sein. Wenn ich jetzt Kamikaze zünde, würde Lu noch mal gegen mich verlieren, ja. Aber gespeichert! Was ist das denn für ein krasser Song? Wusste ich gar nicht, dass hier so ein geiler Song kommt. Oh, Community-Herausforderung zu 25% abgeschlossen. Wie er nur Sandwirbel machen kann, dieses Scheißvieh. Dieses Scheißvieh. Jetzt. 11. Ah, geil. Ich werde gleich nichts treffen, aber ist mir egal. Ja gut, das macht sich besser für... Nein! Wieso habe ich keine Donnerblitz mehr? Ey, hör auf mit diesem Sandwirbel, du Scheißvieh! Kann der auch noch was anderes? Hör auf! Rizeros. Ach komm, ey, Nobu macht echt zu wenig Schaden.
1 KP. Turtok. Jetzt kriegst du richtig schön meinen Raichu in die Fresse. Haha, Stachler. Donnerblitz. Safe eh kein Wanted. Ey, 1 KP, wie oft denn noch? Und der trifft die Hydro-Pumpe. Also Bruno war echt mit Abstand der Schwierigste. Weil ich nichts gegen Kampf hatte. Und dann kriege ich einen Volltreffer. Also Mann, ey. Simsala. Ich will eine Luo Kanonane machen. Das wird den ja wohl besiegen, oder? Bitte überleb, bitte überleb, bitte überleb. War schön mit dir. Und dann setzt der Seher ein. Das kannst du auch, Kai. Und ich habe kein Erdbeben mehr. Alter, hab ich einen Luck. Er setzt nochmal Seher ein? Okay, die KI ist halt auch dumm, ne? Die KI ist glücklicherweise dumm. Ich bin noch schneller, oder? Ich bin schneller. Oh! Ich hab richtig gebetet, ey. Kokowai. Ha! Ich hätte jetzt wohl, nee, hätte ich nicht. Das ist schon gut so. Meint ihr, ich bin schneller? Der ist 9 Level über mir. Ich weiß nicht, wie schnell Kokowai ist. Ich bin schneller. Bam! Ciao! Was hat er noch, ein Akani oder so, ne? Akani? Ja, und jetzt machen wir was richtig Witziges. Hat der Erdbeben? Der hat kein Erdbeben, ne? Selbst wenn, dann hole ich noch Baby rein. Aber ich zeige euch jetzt einmal Slymog. Kommt Slymog auch mal rein. Slymog hat nämlich eine richtig witzige Kombi. Das ist egal. Ich hau den gleich eben mit der Explosion weg. Aber ich kann Säurepanzer dreimal machen. Ach, ist eh spezial, ist eh egal. Ist blöd. Und dann auch noch verbrannt.
Ja, jedenfalls könnte man dreimal Säurepanzer einsetzen, dann Delegator und dann heile ich mich die ganze Zeit mit Überreste wieder hoch. Aber egal, Explosion, Schaui. Schaui. Weil ich verbrannt bin, ne? Weil ich verbrannt bin. Austoss hat mir sehr gut gefallen. Austoss, geiles Pokémon. Wie viel Top-Genesung hat der? Komm. Überheblich ist Lu. Und das, meine lieben Freunde, das war die Top 4. War gar nicht so schwer. Geiles Team eigentlich, ne? Raichu, Glurak, Sumpex, Austoss. Austoss finde ich richtig cool. Schon Dark Souls 2 spielen. Das ist jetzt sowas wie easy kommt, ja. Ja, damit haben wir Pokémon durchgespielt. Die gingen ja relativ flott, ne? Lasst gern ein Like auf dem Video, gern einen Kommentar da lassen, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Mal, haut rein.